Gucken, alter Fuck. Ja, da gefällt man hier vorne. Ach ja. Ich weiß, okay. Ihr müsst mir noch so bitte folgen, weil wir das Schild haben. Das wäre noch gut. Oder so ein Kelle oder sowas, wenn man es raushalten kann. Das wäre lustig. Hält er an? Ja. Sehr schön. Dann fliege ich mal irgendwie rechts ranfahren. Hallo? Scheißegal. Ungefährlich. Bitte. Runter ran! Ja. Runter! Sie sind mir zu langsam gefahren. Oh, scheiße. Okay. Was denn? Mann, ich wieder falsch. Alkoholtest. Bitte hab was getrunken. Hab was Befehle. Junge Frau, tut mir leid. Was denn? Was gemacht? Ich habe die Aussehen aus dem Auto gezogen Oh. und die kommt jetzt mit. Na gut. Alter Schwede. Vielen Dank fürs Abschleppen. Du musst doch nicht gleich deine scheiße Seite schubsen. Alter, das ist das auf Sturm hier. Da könnte man. Ne, lass das mal, lass das mal. Das kann man eigentlich auch machen. Was denn? Einen nach dem anderen rauslassen. Allgemeine Verkehrskontrolle, junger Mann. Einmal rechts rüber, bitte. Guten Tag, von mir aus können Sie auch stehen bleiben. Herr Krux, guten Tag. Einmal Warndreieck für und nun seine Kassenbedingungen. In den Kofferraum, okay. Weil gucken wir gleich mal, wir machen noch deswegen einen Alkoholtest. Okay, können wir da fahren. Ach nee, ich wollte ja nochmal nach dem Dings gucken. Gut. Einmal unschuldig. Da war da vorne. Hast du unschuldig gesagt? Ja. Ja, gut. Der Stau bildet sich dann trotzdem. Einmal bitte warte hochkommen. Halt, Moment, ich muss meine Tür zumachen. Warum ist er denn jetzt rübergefahren? Weiß ich nicht. Warum ist denn er jetzt rübergefahren? Hä? So, schönen guten Tag, allgemeiner Verkehrskontrolle heute mal. Hat man schon lange nicht mehr gehabt, ne, junger Mann? Einmal mit ihrem Ausweis und Fahrzeugpapiere, okay. So, Test, Alkoholtest. Da hat wieder nichts gesoffen, verdammt und zugenäht. Unschuldig. Doch, Fahrer. Der nächste. So. Warum fahren die alle rüber? Wo ist denn das eine Auto? Ich hab das also nicht. Aber.
denn hier los? Das Auto ist weg, das Auto ist weg. Scheiße. Bleib mal in Kontrolle. Ja. So. Guten Tag. Junge Frau, bleiben Sie doch mal stehen. Ich hätte doch bloß Ihre Telefonnummer. Oh Gott. Deswegen machen wir doch die ganzen Tests. Okay, Sie sind unschuldig. Auf Wiedersehen. Was mit denen hier? Weiß ich nicht. Ich bin sicher, du sehr verwirrt, glaube ich. Bleib mal stehen hier, junger Mann. Herr Morten, wo bleiben wir denn stehen? Haben Sie Angst vor uns? Haben Sie Alkohol getrunken? Nö. Warum auch? Ey, warum kriegst du jetzt mal die Leute, die Alkohol getrunken haben? Verdammt. Was ist das jetzt? Ich bin dann mit der Kegel aber noch nicht ganz ausgereift, habe ich das Gefühl. Der wird. Leider geschoben. Ich habe meinen Kegel ja auch gar nicht mehr aufgehoben. Warte mal. Ja, aber jetzt ein Kegel, kannst du nicht schieben. Jetzt ein Kegel im Weg. Ich kann nicht schieben. Aber jetzt kannst du schieben. Das ist ein scheiß Verkehr, ich hab mal lang verbleibt. Okay. Also ich bin mit der Kegel noch nicht zu blöd für die, um die Kegel richtig hinzustellen. Oder die KI hat noch nicht so ganz die Ahnung, was sie tun sollen. Du, Frau Sommers, schönen guten Tag. Einmal ein Alkoholtest. Ich glaube, sie dürfen fahren. Unschuldig. Also mit ihm hier? Warte mal, ich bin behilflich hier. Ja, ich sag nicht noch einmal behilflich. Also irgendwie, weiß ich nicht. Liegt es an den Kegeln oder was ist, oder machen wir immer falsch was? Wir fahren hier rum, die ganze Straße komplett rum. Okay, ach, also mach ich jetzt zu. Dann kann sie hier stauen und warte, ja. Von der anderen Seite auch gleich. Vielleicht. Jo. Ja, hast du so 3, 4, 5 Autos hast du hier noch stehen, also pff. So. Er sollte doch mal langsam einer dabei sein, der Alkohol getrunken hat. Verdammt! Marius! Haben wir Alkohol getrunken? Nein. Gut. Also weiter? So, warte. Ich mach jetzt erstmal hier den Kampf. Mach jetzt mal alle höher. Dann warum gehst du denn nicht, junge Frau? Hallo? Wir müssen kurz warten, da vorne der Kontrolle. Ja. Geht doch. So. Junge Frau, warum haben wir mich missachtet? Test, sei gut, Test. Ach, 0,42? Scheiße, reicht nicht zum Abnehmen, ne? 0,42. Nee, doch, reicht. 0,08 darfst du maximal haben. Urteil, Verwarnung. Gut. Dann sind sie auch dran. Alter. Wo hat denn ihr alle Vorschule gemacht? Befragen. Ob Radi. Das ist mein Gutes.
Verdammt. Entschuldigt, vielen Dank. So, einmal bitte Ihren Ausweis. Frau Watkin, vielen Dank. Haben Sie wenigstens was besoffen? Auch nicht. Bucht. Gut, danke schön. So, guten Tag, mein Name ist Waffenmeister Blödmann. Richtig. Danke. Ich bin Herrn Blöd, hallo, guten Tag. Gut, dann machen wir hier, machen wir erstmal auf und alles. Was aufrunden? Machen wir alles wieder auf. Achso, aufmachen. Waren wir auch. Mann. Ein bisschen schwer, kannst du mal mit der Hilfe von ihm. Dankeschön. Warum bist du schneller als ich? Ich krieg keinen Millimeter weg. Nein, ich will schon wieder rüberfahren. Achso, wenn der Potato steht, musst du ein bisschen zustehen, glaube ich. Sonst kapiere ich gar nicht, was du, glaube ich, nehme ich an. In dem Blaulicht nehme ich an, dass der Radius so groß ist. Machen wir anders, oder? Kommt denn noch welche Autos hier? Keine Ahnung, ich habe ja vorne zugemacht. Nee, kommt gar nicht mehr. Kein einziges Auto da. Doch, von oben. Ja? Hm. Ist klug. Schön. Da hinten kommen wieder welche. Ach nee, die biegen noch vorneweg ab. Was ist denn das? Ja, cool wäre, wenn man die halt umleiten könnte, richtig. Ich versuch's mal. Nehmen wir mal die vier Stück mit. Die von hier von da kommen. Unschuldig. So, schön, guten Tag. Allgemeine Verkehrskontrolle. Was war denn das? Das war relativ zügig. Ich konnte nicht messen. Null. Unschuldig. Dürfen weiterfahren. Guten Tag. Ja, super gemacht. Einmal rechts angefahren, kriegen einen Lob. Herr Brooks. Ey, das ist das? Nein, das hier zauft gar keiner, ey. Wir brechen Kontrolle ab hier. Okay. Das ist doch langweilig. abbrechen? Ja. Okay. Siehst du, das ist halt schade. Das fehlt noch, dass man das auch richtig umlernen kann. Ich weiß nicht, wie Pfeil oder sowas. Wo darauf die reagieren, dann Richtung Pfeil oder sowas. Ich verstehe es leider nicht, was ich will von denen. Ja. Ja, die hat mir so einen Piloten einfach kaputt gemacht, Manu. Hallo junger Mann, guten Tag. Ja, vorher ein bisschen flotti Karotti. Bisschen schnell unterwegs gewesen heute, oder? Tschö. Die Frau Andersson, hallo. Warum sind Sie so schnell unterwegs gewesen? Wissen Sie das?
aufs Handy geguckt. Natürlich. Dann machen wir doch mal den Klappdeckenalkoholtest. Ja, lass rein. Wir hatten natürlich 0-0. Ah. Unschuldig. Du hast was getrunken. Machst du mal noch jenes eigene hintersten Pizza? Jo, rein machen. Hallo. Gut, einmal Test, einmal Gehörtest. Ja, 0,0, war ja zu erwarten. Wehe, die haut man jetzt ab. Warum? Jo, ist, kann weiter. Warum haben wir denn soeben gerade Folge ausgegeben? Haben wir ein bisschen Angst vor der Polizei, auf Fleming? Kennen wir uns nicht irgendwie schon vor? Hey, hey, Nö, verdammt, nicht so genäht. Urteil, Verwarnung, mein Freund. Ich schieb durchs Auto durch. Wie sind die bei dir ein Auto? Ja, ich hab vielleicht gerade hier einen Chip kontrolliert, einen Bus kontrolliert. Ich sehe den nicht. Ich hab schon mal einen Pylon auf. Sag mal, ein alle Pylon und dann. Ich schaffe mir erstmal die gute Frau zurück. Zur Wache. Okay. Ich meine, wir können sie ruhig hier aussetzen, davon ab, sind ja auch nichts dagegen. In die Wüste, oder wie? Meine Fresse, ey, sind die alle zügig schon gewesen, so. Pylonen vergessen, glaube ich. Nee, ich hab den eigentlich theoretisch. Er ist gerade nicht mehr synchron, glaube ich. Irgendwie nicht mehr so ganz. Weil die müssen. Ich krieg meine Dinger hier nicht reingepackt. Lass ein Stück nach vorne fahren. Ah, jetzt. Aber schön. Au! Da ist mal ins Auto reingefahren. Richtig. Also hattest du alle 10 Pylonen wieder sozusagen? Ja. Ja. Ja, ich habe das Auto gerade bei dir auch nicht mehr gesehen, also scheint man doch alle paar Stunden mal irgendwie das Spiel neu starten. Scheiße, wann fährst du denn? Gottes Willen. Ich wollte eigentlich abkürzen. Natürlich. Alter, die Warte, Hilfe. Der baut die verfluchte Angelion, echt ey. So, junge Frau, aussteigen. Auch wenn sie nichts falsch gemacht haben. So, ich wollte gerade fragen, was haben sie denn falsch gemacht hier? Dass meine Kollegen so verärgert haben. Ich weiß nicht. Ich hab die Dame aus denen rausgeholt. So. Ja, mal ja, denn das Problem hat, dass man sie mit reinsetzen. Vielleicht sucht die Versagsperson? Echt? Hab ich noch nicht. Weißt du? Das wäre es jetzt noch, wenn die euch. Ich komm, Messer, Waffe oder sonst was kommt jetzt. Nee, negativ. Ja, du, das wäre lustig.
Ja, du kommst trotzdem mit. Ah, auf Wiedersehen. Minus 15 Punkte dafür. Lass mal auf der Autobahn fahren, dann kommen wir ja mehr los.